Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich fahre gleich nach Frankfurt und da habe ich gedacht, nehme ich euch ein bisschen mit. Was ich da genau mache, erfahrt ihr dann. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal losfahren. Ich werde ungefähr 3 Stunden fahren mit dem Auto. Dabei werde ich mir ein paar Podcasts anhören, damit das Ganze nicht so langweilig wird. Auf jeden Fall werde ich euch das Wochenende mitnehmen. Ich bin nämlich jetzt von Freitag bis Sonntag da, auch mit noch einer anderen Person. Die werdet ihr dann auch noch sehen. Und ja. Tja, dann würde ich sagen, los geht's. Ich bin dann um 20 Uhr im Hostel angekommen und habe dort Katharina getroffen. Sie macht auch YouTube, ihr Kanal ist in der Infobox verlinkt. Und wir sind dann zusammen an den Main gegangen, sind dort ein bisschen spazieren gegangen, haben uns da hingesetzt, ein bisschen kennengelernt, gequatscht. Und wie ihr seht, war es einfach richtig schön mit der Skyline von Frankfurt. Und ich habe mir dann noch was zu essen geholt, und zwar einen Pita mit Falafeln. Am nächsten Morgen haben wir dann in der Lobby erstmal einen Tee getrunken, weil vegan frühstücken war da jetzt nicht so. Aber hier seht ihr ein bisschen was von der Lobby. Und wir sind dann in Richtung veganes Café gelaufen. Und zwar war das das Green Foodie. Das war dort alles vegan, roh, glutenfrei und zuckerfrei. Ich hatte so ein Stück Kuchen, das war ziemlich klein, aber es war auch irgendwie nicht so mein Ding. Also roh allgemein. Katharina hatte so ein Müsli. Und danach ging es für uns dann zum World Fitness Day. Das Ganze war in der Commerzbank Arena in Frankfurt. Und hier seht ihr mal die ganzen Stände, wie das so aufgebaut war. Es gab jetzt nicht so viele Stände. Und außerhalb des Stadions waren dann noch die Bühnen und die Essensstände. Und genau. Und hier seht ihr nochmal Thaddäus Koroma, mit dem ich ja später auch noch ein Foto gemacht. Und hier seht ihr, wie Sophia Thiel den Weltrekord gebrochen hat, indem sie das größte Public Workout gemacht hat. Wir haben dann den World Fitness Day um 16, 17 Uhr verlassen. Ich erzähle übrigens ganz am Ende nochmal viel mehr über den World Fitness Day und gebe auch nochmal ein Fazit. Auf jeden Fall waren wir noch im V-Bay. Das war relativ zentral in der Stadt. Und ich habe da eine Proteinbowl gegessen und Katharina hat einen Salat gegessen. Und es war wirklich richtig lecker dort. Wir haben uns danach noch ein bisschen auf dem Balkon der Lobby gechillt und waren danach noch in der Rooftop Bar Long Island Summer Lounge. Es war mit Pool und wieder mal wir die Skyline von Frankfurt gesehen und es war ein richtig schöner Abschlussabend, weil Katharina dann in der Nacht auch schon wieder nach Hause musste. Hallo, jetzt seht ihr mich auch mal wieder live vor der Kamera. Also so Public Vlogging ist einfach noch so gar nicht meins. Das ist auch gerade wieder richtig komisch. Ich bin gerade auf dem Weg zur Bank und werde dann gleich noch frühstücken. Ich will gar nicht wieder fahren. Ich liebe Frankfurt einfach. Es war echt crazy. Eine Stunde Regen, eine Stunde Sonne, eine Stunde Regen, eine Stunde Sonne. Oh, es geht ja weiter. Aber heute ist leider ein bisschen bewölkt. Ich habe jetzt das hier an, aber es ist ein bisschen kalt. Ich war dann wieder im V-Bays Frühstück und habe diese mega leckeren Buchweizen-Kokospfannkuchen gegessen. Das war wirklich richtig lecker und habe dabei noch so eine schöne Aussicht genossen. Und danach ging es für mich in den Palmgarten. Und da werde ich einfach mal ein paar Bilder einblenden. Ich denke, die Bilder sprechen für sich, da muss ich nicht viel zu sagen. Thank you.
nicht ideal ist. Ich will erreichen, was noch kein anderer von mir erreicht hat, weil ich weiß nie, wo mein Limit ist. Diese Probleme entstehen, weil sie nicht genügend handeln. Warum handeln sie nicht genügend? Weil ihre Ziele zu klein sind. So, ich bin jetzt zu Hause. Ich bin ein bisschen fertig. Ich glaube, das sieht man mir auch an. Ich habe mich jetzt hier erstmal so in chillige Klamotten geworfen und mich hier auf den Boden gehockt. Ich wollte euch ja noch meine Ausbeute zeigen. Und zwar fange ich mal hier vorne an. Und zwar sind das hier die Produkte von Karl S. Es war einmal so eine Proteinpulverprobe, die habe ich jetzt noch nicht probiert, Sorte Vanilla. Und dann diese Proteinriegel. Und da habe ich den und diesen hier schon probiert. Also für den Erdbeer hatte ich zwei. Dann ist das hier Banane und einmal Schokokokos. Also falls ihr die Proteinriegel von Vegans kennt, die sind denen relativ ähnlich. Also es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Proteinriegel auf dem Markt. Also es gibt auch teilweise sind irgendwie wie Müsli-Riegel und keine Ahnung was. Aber die hier sind so eher so ein bisschen sandiger, würde ich sagen, oder so mehlig. Also man merkt halt sehr, dass die halt viel aus Proteinpulver bestehen und haben auch ziemlich gute Nährwerte. 21,5 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Und ich meine, dieser Riegel ist schon ziemlich groß und hat auf 100 Gramm, na gut, 280 Kilokalorien. Ich denke, das ist relativ normal, ne? Das Einzige, was hier jetzt zu dem Vegans-Riegel unterscheidet, ist, dass er noch so eine Schokohülle außen drum hat, also aus Zartbitterschokolade. Also geschmacklich, ich habe ja den Schoko noch nicht probiert. Den fand ich ganz gut, wenn man diesen sandigen Geschmack okay findet. Aber dieser hier, also ich weiß nicht. Kennt ihr noch diese Bananenmilch, die es so in den Glasflaschen gibt von früher? Genauso schmeckt das, nur noch krasser. Noch künstlicher, noch süßer. Also das fand ich schon echt nicht mehr cool. Also es war schon zu krass. Der Erdbeer war, glaube ich, okay. Ich bin auf den Schoko gespannt, weil ich bin eigentlich mehr so der Schokotyp. Und dann geht es hier weiter. Es war Sweet Kitchen auch vertreten. Und die hatten auch vegane Sachen. Und zwar ist das ein veganer Cookie. Es hat aber keine Cookie-Konsistenz. Also ich finde, es ist so eine Mischung aus Keks und Muffin. Also härter als ein Muffin, aber weicher als ein Keks. Aber mal abgesehen von der Konsistenz ist das echt richtig lecker. Das soll wohl Low Carb, Low Fat und High Protein sein. Ich habe die Nährwerte jetzt irgendwie noch nicht nachgeguckt oder so. Aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Genau. Als nächstes habe ich dann hier noch vegane Protein-Pancakes, also so eine Backmischung. Weil ich habe Julian Zietlow auch schon ganz oft geschrieben, dass sie doch mal auch vegane Pancakes rausbringen soll, weil die haben ja auch solche Backmischungen. Und ja, weil die haben ja nur das Proteinpulver und das McTastic, was vegan ist. Und die sollten auch mal mehr vegane Produkte rausbringen, weil ich finde deren Produkt eigentlich ziemlich geil. Nur schaut euch mal das hier an. Ich habe das noch nicht aufgemacht. Und es ist nicht mal halb voll. Was soll das? Ich habe den auch gefragt. Also, er hier persönlich war am Stand. Ich kenne ihn nicht. Vielleicht kennt ihr ihn ja. Ich habe ihn gefragt, was das soll. Und er so wusste erst so voll keine Antwort. Und er meinte so, ja, das ist unsere Standardgröße. Und da steht jetzt 10 Servings drauf, also 10 Portionen. Ich denke, es sind dann auch nur 10 Pancakes. Die Packung hat jetzt 10 Euro gekostet, das ist eigentlich okay. Aber ich meine, so groß ist die Packung jetzt auch nicht. Also angenommen, die wäre jetzt voll, dann würde ich dafür schon über 30 Euro zahlen, obwohl das eigentlich auch nur so eine kleine Dose ist. Ja, aber ich bin mal gespannt, vielleicht schmecken sie ja. Ich hoffe, es war sein Geld wert. Dann habe ich jetzt noch so einen Energy Drink. Und zwar ist der vegan und ist nur mit Stevia gesüßt. Also ohne irgendwelche komischen anderen künstlichen Süßungsstoffe. Und es ist in der Sorte Granatapfel. Der ist halt nicht so künstlich süß wie andere. Der ist halt, hat einfach eine angenehme Süße und schmeckt lecker. Und hier zum Schluss habe ich ja noch so ein paar Promo-Geschenke. Also hierfür habe ich tatsächlich Geld ausgegeben. Das ist nämlich von Tobias Beck. Der war nämlich auch da. Hier dieses bewohnerfreie Armband. Das hat 2 Euro gekostet. Und ja, Tobias Beck finde ich eigentlich ganz cool. Also so die Einstellung und die Podcasts.
Dann habe ich hier noch so Remember Why You Started. Das hat man halt bekommen. Aber ich finde diesen Spruch echt cool. Ich bin schon am Le überlegen, ob ich mir ihn tätowieren lassen soll. Ich finde den irgendwie echt cool. Ich wollte jetzt auch mal nochmal so ein ganz chilliges Fazit geben, so wo ich jetzt hier so sitze. Also, am Anfang, als wir so über die Messe gegangen sind, waren wir irgendwie relativ enttäuscht. Oder, ja, ich weiß nicht. Also, es war erstmal ganz cool, so Julian Tietlow und so zu sehen. Und es gab dann halt, es war in so einem Stadion und es gab dann eben diese paar Stände. Aber so, wenn man jetzt nicht mit der Einstellung herkam, wir wollen jetzt hier so, wir wollen jetzt shoppen gehen, wir wollen Fitnesssachen kaufen, wir wollen viel Geld ausgeben, da war man da relativ schnell durch. So, es gab nicht so viele Stände, es gab dann draußen noch Essensstände und dann so zwei Bühnen, also eine Hauptbühne, noch eine kleinere Bühne. Und ja, es gab irgendwie nicht so viel zu sehen von den Ständen her. Es gab dann natürlich dieses Programm, zum Beispiel bei Rocker gab es dann immer diese Fitnesswettkämpfe und so, aber das hat uns jetzt auch nicht so sehr gejuckt. Aber ja, was uns auch richtig negativ aufgefallen ist, es gab dann draußen einfach so Currywurst-Pommes-Stände, viele. Es gab auch ein paar coole Sachen, so Falafel, aber echt nicht viel. Also ich dachte, da gibt es mehr so Fancy Food, so was irgendwie so gerade im Trend ist oder was irgendwie halbwegs gesund ist. Aber dann gab es wirklich so Currywurst-Pommes-Stände und es gab sogar Bier. Also das fanden wir echt irgendwie komisch und grenzwertig. Aber ja, also wir sind dann später eben noch ein bisschen raus rumgelaufen und wir waren eigentlich auch erst relativ spät da. Wir waren um 11 da oder so. Es fing ja schon um 9 an. Oder ich glaube, wir waren auch erst um 12 da. Aber so richtig cool wurde es erst später, so ab 3 oder so. Weil wir wussten überhaupt nicht, dass da auch so coole Leute hinkommen. Also so aus der Persönlichkeitsentwicklung. Es war ja eigentlich eine Fitnessmesse. Und dann war da eben Tobias Beck mit einem Stand. Und plötzlich war da Thaddäus Koroma, den ich halt übertrieben feier. Den finde ich halt echt mega motivierend. Ist so mit Christian Bischoff so einer meiner Lieblingspersonen so aus dem Bereich. Und ja, das haben wir halt gar nicht erwartet, dass die da hinkommen. Und die gab es dann auch so ein paar Panel-Talks draußen auf der Bühne. Und das war schon ganz interessant. Da waren auch so Leute wie Sarah Novak und so. Ich durfte dann auch ein Bild mit Thaddäus Koroma machen. Also, ihr kennt doch bestimmt, wenn ihr ihn kennt, dann kennt ihr seinen Spruch. Das ist Born Ready und er hat die ganze Zeit so gesagt, you say born, nee, I say born, you say ready. Und dann immer so born, ready, born, ready. Und die zwei, die dann so am lautesten und motiviertesten so dabei waren, durften dann so hinter die Bühne kommen und mit ihm ein Foto machen. Und da war ich dabei. Der wollte es eigentlich in seiner Story machen und uns darauf markieren, aber er hat es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich hoffe, er macht das noch. Ich muss auch sagen, ich war auch schon auf der Glow. Und da war das so, dass die ganzen YouTuber da so richtig unantastbar war. Man konnte eben bei Meet and Greet da so durchlaufen und Fotos mit denen machen, aber ansonsten konntest du gar nicht mit denen reden. Und auf der Messe war es halt so ganz anders. Also die standen da auch alles einfach so rum, so Julian Zietlow, Karl S., Tobias Beck und Thaddäus Koroma auch teilweise. Du hättest einfach so mit denen voll quatschen können. Und ja, man hatte nicht so ganz das Gefühl, dass die so krass jetzt so berühmt sind oder so, dass die so krass anders sind, sage ich mal. Ich weiß nicht, auf der FIBO soll das wohl nochmal anders sein. Also wir haben auch Vexception getroffen und ihm geredet, falls ihr den kennt. Der war halt schon auf der FIBO und meinte, da war halt alles viel größer, viel mehr Stände und da ist es halt dann wohl auch wirklich eher so, dass so ein Julian Zietlow dann nicht von seiner Bühne runterkommen kann, weil er dann so von Menschenmassen umringt ist. Ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall richtig cool. Ich habe auch mit Michael Araya ganz nett mich unterhalten und auch allgemein das ganze Wochenende hat mir mega gut gefallen. Wir waren halt mega lecker essen, was ihr ja gesehen habt. Und überhaupt, Frankfurt ist echt so my little New York. So, ich liebe es einfach. Ich bin so dankbar auch für dieses Wochenende, für diese Erfahrung und ich bin einfach so, ich liebe Großstädte. Ich komme halt vom Dorf und bin selten mal in so einer Großstadt. Ich liebe es einfach so, ganz allein irgendwo hinzufahren und mein Ding zu machen und selbstständig einfach zu sein und so meine Zeit zu verbringen.
Und es war auch mega toll, Katharina kennenzulernen. Wir haben halt richtig coole Gespräche gehabt, weil wir halt so mega auf einer Wellenlänge sind. So, wir interessieren uns halt auch so für spirituelle Sachen, sind beide vegan und interessieren uns für Fitness und Selbstständigkeit. Und ja, ich bin auf jeden Fall mega dankbar für das ganze Wochenende. Und es war richtig schön. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet so ein paar Eindrücke sammeln. Und dann würde ich sagen, beende ich jetzt mal diesen Vlog. Hab jetzt lange genug geredet. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder mit ein und könnt mir einen netten Kommentar hinterlassen oder eine Bewertung. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Ciao!